So, wir haben bei Memoro unsere Abschlussfragen. Bereuen Sie etwas in Ihrem Leben? Ich bereue eigentlich nur, also bereuen ist ein bisschen zu viel gesagt, aber ich finde es halt für mein Leben schade, dass ich nicht von der Volksschule aufs Gymnasium oder auf Oberrealschule gewechselt bin und nicht Abitur gemacht habe, weil ich hätte mit Sicherheit Geschichte studiert. Was dann passiert wäre, weiß ich nicht, ja. Aber das ist kein Bereuen, das ist nur, ich sage im Nachhinein, es wäre vielleicht ganz interessant gewesen, aber ich bin so auch zufrieden. Also ich konzentriere mich auf ein kleines Gebiet, wenn man sagt, auf einen Stadtteil, der immerhin 100.000 Einwohner hat. Und da bin ich Spezialist, das ist mir lieber, also wenn ich jetzt die ganze europäische Geschichte, die Geschichte des Abendlandes da im Kopf hätte. Aber da ist mir dieser kleine Mikrokosmos, das ist mir schon, das reicht mir vollkommen. Haben Sie noch Pläne? Pläne, aber eigentlich nur für die nähere Zukunft. Es geht ja bei uns immer, wie gesagt, wir haben eine eigene Zeitschrift, die zweimal im Jahr erscheint. Und da geht es immer, ist ein Heft fertig, sofort die Idee, was muss ins nächste rein. Das ist immer so halbjährlich praktisch gedacht. Und da haben wir natürlich Pläne, weil die Zeitschrift weitergehen muss. Bücher, ja, haben wir bisher immer alle 2 Jahre gemacht. Das ist auch eine finanzielle Frage. Ein Buch herzustellen kostet etwa 25.000 Euro. Die muss man zuerst wieder reinbringen. Wir leben ja nicht davon, es ist ja alles ehrenamtlich. Aber wir müssen zumindest die Herstellungskosten wieder einspielen durch den Verkauf der Bücher. Und ein Buch zu schreiben, das ist Stress pur, das kann man nicht anders sagen. Also so in so kurzen Zeitabschnitten haben wir durchaus noch Pläne oder das einigermaßen vernünftig weiterzutreiben. Aber größere Pläne tue ich mir in meinem Alter nicht mehr an. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass es so bleibt, wie es ist. Haben Sie eventuell Empfehlungen für jüngere Menschen? Da tue ich mich immer schwer. Wir haben zwar verhältnismäßig viel mit jüngeren Menschen zu tun, die bei uns kommen, weil sie irgendein Referat halten müssen, eine Diplomarbeit schreiben oder irgend sowas, die dann unsere Hilfe brauchen oder unser Wissen praktisch also benutzen können. Aber das sind alles Leute, die schon, sagen wir mal, von 15 aufwärts bis 20 oder bis 25. Ansonsten haben wir mit jüngeren Leuten verhältnismäßig wenig zu tun, muss man sagen. Also auf der einen Seite schon, weil sie uns brauchen als Wissensgeber, aber in der alltäglichen Arbeit, also Führungen, Vorträge und so weiter, ist das Publikum schon ziemlich alt, ich sage es einfach so. Aber wir sind ja selber lauter alte Säcke, also drum passt es schon. Und es ist ja halt bei vielen Leuten so, dass man sich für seine eigene Herkunft, für die Geschichte seiner Familie oder seines Wohnortes oder sowas interessiert. Das machen die wenigsten im jungen Lebensalter, das macht man erst, wenn man so ab 50 aufwärts oder sowas ist. Und das ist einfach so und macht auch Spaß mit den Alten zum Reden, weil zu dem kann man sagen, weißt das du noch, wenn wir im Kolibri waren oder irgend sowas. Das kann ich einen Jungen nicht fragen. Also ich kann da keine Tipps geben, ich habe selber auch keine Kinder. Darum bin ich mit der Frage ein bisschen überfordert. Und die letzte Frage, sind Sie für etwas dankbar? Dankbar in meinem Leben bin ich meinen Eltern, weil ich bin ein Einzelkind, unglaubliche Freiheiten hatte. Ich konnte heimkommen, wann ich wollte und sowas. Da hat es nie also Ärger gegeben. Und dann bin ich dankbar mit allen Leuten, mit denen ich beruflich oder auf der Basis von Freunden und Freundschaften, dass ich lauter vernünftige Leute kenne. Also so richtige Deppen kenne ich eigentlich nicht, muss ich sagen. Und das ist schon ein Glück, wenn man das im Leben passiert, dass man noch sagen kann, hat alles passt, waren alles lauter nette und langjährige Freunde. Wir haben eine Schafkopfrunde. Wir sind alle miteinander schon in die erste Klasse Volksschule gegangen. Das heißt, wir kennen uns weit über 60 Jahre. Das wird es also auch verhältnismäßig selten geben, aber bei uns gibt es also noch und das sind so Geschichten, da bin ich schon dankbar dafür, dass man seinen Bekannten- und Freundeskreis über Jahrzehnte erhalten konnte und das nie also irgendwelche Ärger gegeben hat. Das ist das, was ich zu dem Thema sagen würde. Dann sage auch ich danke. Bitte schön.